Die Europäische Zentralbank, die hat erneut klargestellt, die Zinsen bleiben niedrig, das ist schlecht für Sparer. Die Börsen freuen sich, viel Investitionen werden in die Aktien fließen. Aber Anush Willems von der Société Générale, was bedeutet das denn für Rohstoffe und speziell für Gold? Ja, also Gold ist tatsächlich ein Anlagemetall sozusagen, was davon profitiert, wenn die Zinsen niedrig sind, weil man kann mit Gold ja keine Zinsen oder Dividenden erwirtschaften. Und deswegen ist es so, wenn die Zinsen niedrig sind, ist das Halten von Gold eben nicht so teuer, als wenn man jetzt vergleichsweise 5% aufs Tagesgeld bekäme. Und dann würde man schon überlegen, ob man dann in Gold oder eben das Geld in Tagesgeld anlässt. Aber da ist ja zurzeit 0%. Insofern ist es nicht teuer, wenn man dann Gold hält. Und deswegen ist die Nachfrage groß, wenn eben die Zinsen niedrig sind, auf das Edelmetall Gold. Genau vor einem Jahr, Anfang August, haben wir einen Höchststand gesehen beim Gold. Eine Feinunze war 2000 US-Dollar wert. Jetzt pendelt der Preis so um die 1800 US-Dollar. Sehen Sie noch Potenzial, dass der Preis wieder steigen könnte? Ja, so viele Experten gehen tatsächlich davon aus, dass der Goldpreis auch wieder die Marke von 2000 US-Dollar sehen wird. Nichtsdestotrotz haben wir ja, bevor der Goldpreis die 2000 US-Dollar-Marke gesehen hat, ja wirklich so einen fast wie an der Schnur gezogen, gerade nach oben einen Chart gesehen. Und es ist natürlich auch normal, dass es immer wieder Phasen gibt, in denen es eben nicht steil nach oben geht, sondern eben das Gold auch in diesem Fall konsolidiert. Insofern sollten Anleger auch nicht überrascht sein, wenn es mit dem Gold auch immer wieder mal ein bisschen hin und her geht. Nichtsdestotrotz, aufgrund eben der Umfeldfaktoren und auch der Nachfrage weltweit, sind viele Experten tendenziell eher positiv. Jetzt sind Anleger ja fokussiert auf Gold immer. Gold ist sehr beliebt. Ihre Anleger schauen auch sehr darauf. Warum ist das so? Was denken Sie? Ja, also wir haben Zertifikate und Optionsscheine, die sich auf den Goldpreis beziehen. Und tatsächlich, wenn man alle Zertifikate und Optionsscheine nach Basiswert sortiert, dann ist Gold im Ranking auf Platz 3 der beliebtesten Basiswerte bei uns. Und das schon seit Jahren. Also es gibt eine stetige, auch starke Nachfrage eben nach diesem Basiswert im Zertifikat- und Optionsscheinbereich. Und das führe ich vor allen Dingen darauf zurück, dass man, wenn man Zertifikate oder Optionsscheine einsetzt, braucht man eine Marktmeinung. Und Gold ist sehr beliebt. Da haben viele Anleger vielleicht auch eine Meinung dazu, ob der Goldpreis steigt oder fällt oder wie er sich in den nächsten Wochen, Monaten oder Jahren bewegt. Und wenn man diese Marktmeinung sozusagen versilbern möchte, dann kann man eben Zertifikate oder Optionsscheine auf Gold sich aussuchen. Man kann ja auf steigende oder fallende Kurse setzen, hat verschiedene Möglichkeiten, auch in der Seitwärtsphase eine positive Rendite zu erwirtschaften. Also insofern überrascht es uns wenig, dass Gold nach wie vor weiterhin so beliebt ist im Zertifikatebereich. Sind denn die meisten Anleger positiv gestimmt und setzen auf steigende Kurse? Es ist tatsächlich so, dass die Zertifikate, die auf steigende Kurse setzen, beliebter sind als die auf fallende Kurse. Nichtsdestotrotz gibt es auch für die fallenden Notierungen des Goldpreises doch durchaus eine signifikante Nachfrage. Wie setzen denn die Anleger auf steigende Kurse? Ja, also grundsätzlich kann man das mit Turbo-Optionsscheinen machen. Das heißt also, das sind Hebelprodukte, mit denen kann man auf steigende und auch auf fallende Kurse setzen. Und diese Produkte sind deswegen vielleicht auch für den einen oder anderen interessant, weil man sein Risiko hier sehr gut steuern kann. Zum einen über den Kapitaleinsatz und zum anderen über den Hebel. Und so ist man in der Lage, eben vielleicht eine Marktphase auszunutzen, auch wenn der Goldpreis mal eine Schwächephase hat. Und man hat dann trotzdem Ruhe im Depot oder kann sogar noch überproportional was verdienen. Wir haben auch mal ein Beispiel dabei. Dabei geht es um den Hebel 5. Das sind Turbo-Optionsscheine auf Gold. Ja, in einem Bezugsverhältnis, das kann ich schon mal sagen, 10:1 und der Euro-Dollar-Kurs steht bei 1,1767. Wie verhält sich dann jetzt dieser Turbo-Optionsschein? Ja, also es sind zwei Beispiele mit dem Hebel von 5. Einmal auf steigende Kurse, das ist der Turbo-Optionsschein Call, und einmal der Put auf fallende Kurse. Beide haben, wie gesagt, den Hebel von 5. Und jetzt kann man grundsätzlich die Chance und auch das Risiko an diesem Hebel gut festmachen. Der Hebel sagt erstmal aus, wie stark der Turbo-Optionsschein sich bewegt, wenn der Goldpreis sich bewegt. Und zwar bewegt sich der Goldpreis zum Beispiel um 1%, mit dem Hebel 5 bewegt sich dann der Turbo-Optionsschein um 5%. Das gilt natürlich sowohl für steigende als auch für fallende Kurse. Und beim Put genau umgekehrt, also wenn der Goldpreis fällt, steigt der Turbo, und andersherum, wenn der Goldpreis steigt, fällt er. Aber da kann man schon mal sehen, wie stark der Turbo-Optionsschein im Vergleich zum Goldpreis sich bewegt. Und dann kann man auch sehr leicht errechnen, wo denn das Risiko liegt, wenn es jetzt nicht in die erwartete Richtung läuft. Also nehmen wir zum Beispiel Call-Optionsschein mit dem Hebel von 5. Da ist es so, 20%, wenn der Goldpreis sich 20% in die falsche Richtung bewegt, also nach unten geht,
Dann kann man ja rechnen, 20 mal 5 ist genau 100. Das heißt, genau bei diesen 20% ist 100% des Kapitals verloren. Und da liegt auch genau die Knockout-Barriere bei diesem Produkt. Und ich habe es ja ursprünglich eingangs gesagt, dass der Risikosteuerung mit Optionsscheinen sehr gut möglich ist über den Kapitaleinsatz, weil eben dieser Kapitaleinsatz, der steht im Risiko, aber mehr auch nicht. Man kann nie mehr mit seinem Einsatz verlieren als eben den Kapitaleinsatz. Und deswegen kann man sozusagen mit dem Geld, was man investiert, allein schon dadurch sein Risiko reduzieren oder begrenzen. Und diese Möglichkeiten bieten Turbo-Optionsscheine. Jetzt kosten die jeweils um die 30 Euro, 30, 61 oder 29,90. Aber das sind Euro. Wie investiert denn jetzt der Anleger, in Euro oder in Dollar? Genau, also das ist eine sehr gute Frage, weil der Goldpreis wird ja, ist die Heimatwährung US-Dollar. Und ich brauche kein US-Dollar-Konto, um deinen Goldpreis hier zu handeln, sondern hier wird natürlich alles in Euro abgewickelt, auch die Zertifikate und Optionsscheine. Und deswegen wird dieser Preis in US-Dollar automatisch in Euro umgerechnet. Und deswegen ist für alle Anleger, die Turbo-Optionsscheine auf Gold handeln, wichtig, dass, wenn der Wechselkurs sich bewegt, bewegt sich der Preis in Euro, auch wenn sich vielleicht der Goldpreis gar nicht bewegt hat. Das heißt also, hier kann sowohl ein positiver als auch ein negativer Effekt entstehen, allein aufgrund der Tatsache, dass hier die Währungskurse umgerechnet werden müssen. Sie haben gerade noch gesagt, ganz kurz zu den Risiken. Es lässt sich leicht ausrechnen, welches Risiko man eingeht, sollte es eben nicht so laufen, wie die eigene Marktmeinung es eigentlich erhofft hat. Welche Risiken sollten Anleger generell beachten, wenn sie eben so einen Turbo-Optionsschein kaufen? Ja, zunächst einmal, Turbo-Optionsscheine sind Inhaberschuldverschreibungen einer Bank. Das heißt, wir haben grundsätzlich das Bonitätsrisiko berücksichtigen. Dann, wir haben ja gerade schon über die Währung gesprochen, die kann einen Einfluss haben auf den Preis. Aber im Prinzip bei Turbo-Optionsscheinen das Wichtigste ist eben, dass ich einen Hebel habe, der natürlich meine Gewinne sozusagen stärker ausfallen lässt, aber natürlich auch meine Verluste. Und wenn eben genau das eintritt, was ich eben nicht erwarte, dass der Goldpreis vielleicht fällt, obwohl ich auf steigenden Goldpreis gesetzt habe, dann fallen die Verluste auch viel höher auf. Und deswegen muss ich die Knockout-Barriere mit Bedacht wählen, weil in dem Moment ist das Produkt fällig und ich habe einen Totalverlust erlitten. Das heißt, das komplette eingesetzte Kapital ist in dem Moment verloren. Wie gesagt, nochmal zum Hinweis, ich kann nie mehr verlieren. Also ich kann über meinen Kapitaleinsatz schon ein bisschen Risikomanagement betreiben. Aber im Grunde genommen ist das das höchste Risiko. Und beim Hebel von 5 ist es 20%, beim Hebel von 10 sind es 10%. Und so kann man im Prinzip über den Hebel dann auch noch sein Risiko steuern. Also umso höher der Hebel, umso höher das Risiko, natürlich auch umso höher die Chance. Und umgekehrt, je geringer der Hebel, desto geringer das Risiko. Anusch Willems von der Société Générale. Ganz herzlichen Dank. Viele Informationen zu Gold. Ja, und Gold gehört einfach zu den beliebtesten Objekten, um anzulegen. Da schauen Investoren gerne drauf. Viele nehmen die Produkte für steigende Kurse, aber eben auch, man kann als Anleger auf fallende Kurse setzen. Das Wichtigste ist, dass man die Risiken kennt, die mit so einem Investment kommen. Ganz herzlichen Dank nochmal an Sie, Herr Willems, und auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Schön, dass Sie dabei waren.